Hallöchen und guten Morgen zusammen. Einen stürmischen guten Morgen. Ich muss euch nachher meinen Balkon zeigen. Es ist eskaliert heute Nacht und gestern. Es ist übel. Jetzt steht mein Balkon unter Wasser. Und wir gehen jetzt Julie wecken. Es wird immer dunkler. Seht ihr mich überhaupt? Hallo. Hallo, Schatz. Hast du dich schon halb ausgezogen? Schon den Schlafsack ausgezogen? Da, ne? Da ist das Einhorn. Komm, wir müssen dich mal anziehen. Dort müssen wir dich warm anziehen, weil es hat ganz, 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 ganz doll geregnet. Ganz doll. Ah, Regenoutfit. Schick, ne? Aber die brauchen wir heute nicht. Ist zu schlechtes Wetter. Für. Leider. Leider zu schlechtes Wetter. Jetzt muss die Mama sich flotti anziehen, ne? Frühstück machen. Hatschi. Feuchttücher und eine Tasche. In den Rucksack. Bin übrigens mega begeistert von den Windeln von der Manufaktur. Ich bin jetzt seit ungefähr 3 Wochen am Testen und ich finde die obergeil. Also da werde ich euch auch nochmal drüber berichten. Gesondert, versteht sich. Die darf auch mit. Sind so schön klein. Das ist super. Sag mal, haben eure Kinder das auch, also eure kleinen Kinder, dass sie das Zähneputzen hassen wie die Pest? Irgendwie, Julie hasst das immer noch. Es wurde mir letztens empfohlen, einfach mal das auch mit einem Stofftier zu versuchen und sowas. Und spielerisch und so, und das mache ich alles. Ich habe jetzt schon mal die Zahnpasta gewechselt. Ich hatte vorher so eine Kinderzahnpasta und ich habe jetzt von Alverde hier so ein Zahngel. Zahngel, so, finde ich, das fühlt sich einfach angenehm an. Das schleppert sie da so auch weg, aber trotzdem hasst sie das Zähneputzen wie die Pest. Die schreit wie am Spieß. Also, wenn ihr da Tipps habt irgendwie oder ihr auch das Problem habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen drüber. Wir haben gerade was ganz Verrücktes gemacht, ne? Das ist das Baby. Wir haben was ganz Verrücktes gemacht. Julie hat ein bisschen von meinem Milchreis gekriegt. Hashtag Rabenmütter! Alarm! Heute frühstückt die Maus bei der Tagesmutter. Weil wir heute so spät später dran waren als sonst. Und man muss sich ja Zeit lassen beim Frühstück, ne? Sonst brauche ich ja ein bisschen länger als andere. Hast noch einen Milchreiskorn da hängen. Guck mal, wie du aussiehst. Mach mal so. Mit der Zunge. Kommst nicht dran? So. Wie sie mich anguckt. Julie, kommst du rüber? Wir müssen jetzt Jacke anziehen. Wir müssen jetzt gehen. Komm, Schatz. So, wir sind jetzt beide angezogen und mir ist total schwindelig. Ich weiß auch nicht. Wir müssen jetzt gleich los. Ich wollte euch einmal die Ausmaße auf meinem Balkon zeigen. Jedenfalls gestern Mittag hat es so krass angefangen zu stürmen, dass es mir den halben Balkon wirklich abgerissen hat. Ich habe es gestern geflickt. Es ist schon wieder ein bisschen. Ja, es geht, aber ich habe im Wetterbericht geguckt, dass es heute Nacht nicht stürmen und auch nicht regnen sollte. Und heute Morgen um 6 Uhr sehe ich dann das hier. Jetzt habe ich einen Jacuzzi. So, das Outdoor-Kissen, dass das nass ist, das ist nicht schlimm, weil das nicht einzieht. Die Kissen sind natürlich super nass, die müssen dann halt in Trockner. Hier so ein bisschen meine Blumenpotte, die ich gekauft habe, so ein bisschen vollgelaufen. Und gestern ist mir dieses komplette Ding durch den Sturm komplett abgerissen. Ich musste hier alles reinholen, weil das alles durch die Gegend geflogen wäre. So krass hat es wirklich gestürmt. Ja, muss ich halt mal den Trockner anschmeißen heute Mittag. Wir werden jetzt mal eben flitzen und ich bin gleich wieder da. So, ich bin zurück. Ah, und wenn man sich dann erstmal bewegt und schnell läuft, ist es richtig heiß. Und ich hatte meine Lederjacke an. Ich habe jetzt eine Jeanshose an, die muss ich jetzt direkt wieder ausziehen. Ich bin so am Schwitzen. Ich muss hier erstmal jetzt Balkontür aufmachen, mal Luft reinlassen. Hey, so heiß, das gibt's nicht. Jetzt gleich kommt mein Stiefvater mit meiner Mama oder ohne meine Mama, weil er mir hier ein Rollo anbringt, was ich bei IKEA gekauft habe. Das wird mein neuer Videohintergrund. Und hoffe ich mal, dass ich heute Abend schon das erste Video für euch drehen kann. Kommt dahin, so über dieses Fenster. Weil das der einzige Platz ist, wo ich sowas theoretisch machen kann. Weil steht später der Küchentisch, den ich mir noch nicht gekauft habe.
Den kann man dann wegschieben und das ist quasi hier so die einfachste Variante. Mal schauen, ob das klappt. Und deswegen, die kommen jetzt in nicht mal einer Stunde, die kommen um 10. Das ist jetzt kurz nach 9. Und ich muss jetzt mal ganz flott die Küche aufräumen, weil ich habe es gestern Abend nicht mehr gepackt gekriegt. So sieht es nämlich aus, wenn man das abends nicht mehr schafft. Und das muss ich jetzt eben machen. Und Spülmaschine ausräumen. So, jetzt muss ich hier mal das Chaos aufräumen, dass wir hier gleich eben arbeiten können. Die sind durchtränkt, die Sachen. Ey, das muss ich jetzt gleich nochmal in der Dusche. Ihr seht, wen das ist. Das muss ich in der Dusche erstmal ausfringen. Ey, das schafft der Trockner gar nicht. So, jetzt checke ich gerade mal den Vlog, den ich gestern fertig gemacht habe. Der wurde nämlich gerade zensiert zurückgeschickt. Und den muss ich ja dann einmal Korrektur schauen, ob Julie auch nirgendwo zu sehen ist. Und wenn da nichts ist, dann geht der heute online. Und der von heute kommt dann am Montag online. So, hat alles brav gespeichert, lädt jetzt gerade hoch und das ist das Thumbnail. Wenn das Video, was ich hier gerade drehe, online ist, ist das natürlich schon online, ist dann am Donnerstag hochgegangen, also heute. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal unten, weil ich habe da ein paar Sachen zu sagen, auf jeden Fall. Yeah! Wie ihr seht, seht ihr nichts. Was ist los? Das ist mein Videohintergrund. Wie ihr seht, nichts, nur weiß. Das heißt, es hat funktioniert. So, da ist das Ding. Ist noch auf privat, ich muss noch ein bisschen was machen, aber das geht dann heute online. Der Titel. Oh. Gerade noch ein bisschen Hunger, wir haben es jetzt 20 vor 12. Ich mache mir gerade Käsewiener warm. Ich habe im Moment bin ich total auf dem Würstchentrip irgendwie, weil es einfach auch so schnell geht. Ich habe im Moment nicht so einen großen, super großen Hunger. Ihr kennt die bestimmt, Moment. Das sind einfach so Wiener Würstchen, wenn man die aufschneidet, dann kommt da so Käse rausgelaufen. Boah, ich finde die so lecker, ne? Und ja, das reicht. So, jetzt gerade nochmal Fläschchen spülen und was man so alles mit Baby hat, ne? So, ich mache mir jetzt auf den Weg. Julie abholen. Es ist jetzt gerade mega sonnig, total cool und auch schon ziemlich warm. Und richtig cool. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie überschwemmt dieser Sitzsack einfach war. Der ist einfach mal komplett wieder trocken. Was noch nass ist, ist hier drunter. Aber wenn jetzt die Sonne da drauf ballert, ist es auch bald trocken. Richtig cool. Ich denke mal, dass ich mit Julie jetzt gleich eben hier hinkomme. Vielleicht umziehen oder so und dass wir dann auf jeden Fall in den Park gehen, dass wir das schöne Wetter jetzt genießen, bevor es irgendwie wieder anfängt zu regnen und sowas alles. So, wir sind jetzt zurück. Wir haben es jetzt 3:30. Wir waren jetzt noch 1,5 Stunden bei der Tagesmutter, weil ich mich wieder verquatscht habe. Kinder waren dann noch auf dem Hof mit dem Planschbecken zugange und so. Wir haben ein Teechen getrunken. Und Julie hat vorhin, also es war schon schön warm, aber nicht so warm, dass man jetzt nackig ins Planschbecken geht. Und sie hat aber so ein bisschen am Planschbecken rumgeplanscht und das ist dann ausgeartet. Jetzt hat sie sich komplett, also ist komplett nass, jetzt muss ich sie einmal komplett umziehen. Aber ganz nass bist du, ne? Ganz nass. Mal umziehen, ne? Kleiner Schmierpopo, du. Und sie hat gerade von den Nachbarn so ein Plastik-iPhone bekommen, was allerdings auch keine Musik macht oder so, ist nur so ein... Sowas, ne? Sie wusste direkt, dass man damit telefoniert. Du findest auch jeden einzelnen Schnuller, der irgendwo rumfliegt, ne? Jeden einzelnen. Was machst du da für Verrenkung? Hm? Juli, gehen wir gleich raus? Mit dem Bobbycar? Bisschen Auto fahren? Hm? Guckt euch das an, will ich gerade den Trockner auslüften lassen und wer liegt da drin und pennt? Der Linus, den muss ich erstmal rausholen.
So, einmal riesiger Windelwäsche spülen. Übrigens, wenn der Pail-Liner, der in meiner Tonne immer drin ist, also dieser Nasssack für die Windeln in der Wäsche ist, mache ich das immer so. Ich habe ja von der Windelmanufaktur hier so einen ganz großen XXL, so eine Nasstasche bekommen. Und wenn der Sack davon in der Wäsche ist, dann brauche ich ja, während die wäscht und trocknet, halt auch was für die rein tue, dann tue ich den hier rein und hänge das hier an dem Bügel auf. Und diesen Stoff, den finde ich so mega cool. Feuerwehrstoff, den verlinke ich euch mal unten, den habe ich von der Windelmanufaktur. Finde ich richtig gut und richtig praktisch. Auch wenn es jetzt gerade schön sonnig draußen ist, es ist auch nicht kalt oder so, aber es hat ja geplästert wie sonst, also dem ist alles nass. Deswegen ziehe ich der Maus jetzt mal ihre Softshell-Matschhose, wie auch immer, an. Das ist besser, ne? Komm mal her, Schätze. Nein, einmal die Hose drüber ziehen. Dann kannst du gleich auch krabbeln, ohne dass du nass wird, ne? Ist ja schon wieder ein Schnuller gemopst. Mensch. Mhm. Mal hinstellen. Festhalten. Super. Zack. Guck mal, passt sogar. Hier sind Füchse, da sind Hunde und Katzen. Super. Na, habt ihr schon mein geiles, selbstgebautes Täschchen gesehen? Irgendwie sind mir die Gurte von meiner Kameratasche abhanden gekommen. Und mir geht das immer auf den Nerven. Ich will immer so eine kleine Tasche mitnehmen. Jetzt wird mir die einfach da rein. Jetzt kann ich die so tragen. Und wir gehen jetzt im Park. Ich will mal freihändig fahren. Dann machen wir die Hände hoch und dann so, yay! Wir machen gerade mal einen kleinen Zwischenstopp hier, ne? Auf der Wiese. Hm? Julie im Dschungel. Hallo, Schatz. Hallo. Hallo. Hi. Du Kasperchen. Rufst du Gras? Willst du mir das schenken? Gib mir. Aber keine Blümchen, ne? Keine Blümchen. Oh, ich hoffe, ihr könnt wegen dem... Ich habe euch vor kurzem schon gezeigt, dass ich von Stoffibet zum Testen von Mom diese Watersling oder Wassersling-Trage bekommen habe. Das ist genau wie eine normale Ringsling, nur dass die halt viel, viel kürzer ist. Und die hat hier so einen Stoff, ich würde ihn beschreiben, Männerbadehosen. Die haben von innen auch diesen Stoff. Es ist halt extra schnell trocknet und die ist halt wie eine Wassersling dafür gedacht, dass man mit seinem Kind zum Beispiel duschen kann oder im Schwimmbad irgendwie die Hände frei hat, falls man ein älteres Kind hat und sein Baby halt da reinpacken kann. Und dass der Stoff halt super schnell wieder trocknet und das soll halt praktisch sein. Ich habe das im Wasser ehrlich gesagt noch nicht ausgetestet, weil es bisher sich einfach noch nicht ergeben hat. Aber das ist quasi mein erstes Ringsling-Modell und ich bin von der Trageweise von der Ringsling und der Bindeweise und wie man sie anbringt und sowas alles total begeistert. Ich würde mich mega freuen, wenn ich noch eine echte Ringsling irgendwie mal im Laufe der Zeit testen kann. Dass die noch einiges bequemer sind, weil der Stoff einfach elastischer ist als dieser hier. Ich wollte euch einmal kurz zeigen, wie ich Julie so da reinsetze und wie sie da so sitzt. Ihr habt das zwar schon auf dem Foto gesehen, aber ich dachte, ich zeige euch das nochmal kurz. So, und so sitzt dann euer Baby in der Ringsling. So sieht ein zufriedenes, müdes Baby aus. Nicht. Ich glaube, wir machen jetzt unser Ründchen zu Ende und dann ist es Zeit für zu Hause. Julie, bist du müde? Schatzi? Bist du müde? Ein bisschen, ne? Bobbycar fahren ist auch anstrengend, ne? Na, wollen wir mal Abendessen machen? Hm? Oh oh, das Baby hat die DM-Tüte gefunden. Ich glaube, es gibt bald einen DM-Neuheiten-Haul. So, ein bisschen laut wegen der Dunstabzugshaube, aber hier wird gekocht. Ich mache nachher noch rotes Pesto drüber. Und dann haben wir Abendessen. Julie hat hier fröhlich alles ausgeräumt, aber ist ja auch interessant, ne? So viele bunte Sachen und so viele Formen und so, das kann man alles schön hinstellen, ne?
So, Mamas Essen und Julies Essen. Das sind jetzt einfach Nudeln mit Hackfleisch, Pesto Rosso und ein bisschen Mozzarella. Gucken, ob Julie mit der Gabel essen kann. Mal reinpieken. Mir wurde nämlich von der Tagesmama gesagt, dass sie ganz toll mit Gabel und Löffel essen kann. Nur hier zu Hause nicht. Das ist so ein Ding. Da, guckt euch das an. Erwischt. Erwischt die Motte. Ab jetzt wirst du nicht mehr gefüttert. Jetzt ist vorbei. Schonzeit. Alle Jahre wieder kommt die Windelfee auf die Erde nieder, wo schöne Windeln sind. Weiter im Text bin ich noch nicht. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich hier gerade bei meiner, in meinem Zen-Garten, bei meiner Entspannungstherapie, Windelwäsche. Und da kann ich euch gleich auch mal die Stoffwindeln von Bambino Mio, die Mio Solos zeigen, die habe ich euch ja schon bei Instagram gezeigt. Ich bin sehr begeistert von denen und ich möchte ganz dringend noch mehr davon haben, weil die Designs ein Traum sind. Ein Hypertraum. So, ich mache erstmal eben hier fertig. Aua. So, schaut mal, das sind die drei Mio Solos, die ich bekommen habe. Die sind jetzt natürlich frisch gewaschen und nicht so wunderschön drapiert. Aber ich kann euch mal die Designs zeigen. Ist das nicht süß? Die sind so, dass hier diese Einlage eingenäht ist. Und zwar ist es eine Pocket-Windel. Das heißt Pocket-Tasche. Diese Einlage wird umgestülpt und hier in die Tasche reingesteckt. Dann habt ihr quasi nur noch diese Oberfläche hier mit der Einlage drin. Könnt ihr natürlich noch boosten. Und wo ich ja ein totaler Fan von bin, ist Klettverschluss. Und das ist ein Doppelklettverschluss. Heißt, ihr macht erst den hier zu und dann den hier und hier ist das Mio-Zeichen nochmal. Die beiden sind genauso, also sind die Solos, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Die gibt es jetzt übrigens auch online bei DM zu kaufen. Ja, habe ich im letzten Vlog schon gesagt, will ich hier aber nochmal erwähnen. Hier mit Tukanen, wie auch immer. Mega schön. Ich durfte mir drei Windeln aussuchen und die hatten so viele schöne Designs. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schwer, mich da zu entscheiden. Und hier mit Panda-Bären. Ist das süß. Die Nasstasche, die ich bekommen habe, die ist gerade in der Wäsche. Ja. Süß, oder? So, wenn ich Julie ins Bett gebracht habe, dann hänge ich hier immer und beobachte die noch, bis die wirklich zur Ruhe gekommen ist und eingeschlafen ist. Die rollt sich da noch so durch die Gegend und quäkt manchmal noch ein bisschen, trinkt noch mal was. Aber ich muss zugeben, ich finde auch erst meine Ruhe und fange auch erst an, richtig zu ruhen oder nochmal irgendwie aufzuräumen oder so, wenn die wirklich schläft, weil sonst habe ich irgendwie keine innere Ruhe. Boah, das ist so geil. Ich liege ja gerade auf diesem riesen fetten Kissenberg. Die Kissen sind normalerweise über das ganze Sofa verteilt, unten auf dem Balkon und da liege ich jetzt drauf, das ist voll bequem. Aber wirklich, mir können so die Augen zufallen, aber die Bibi kommt gleich noch. Ein bisschen quatschen, das ist auch wichtig, ne? Muss auch mal sein. Übrigens, viele Grüße von meinem Kinn. Hallo! Da, noch eine Falte. Ich glaube, ich muss ins Bett. So, also hier ist die Bibi. Hi. Die ist gerade gekommen, sie sieht wieder so wunderschön aus und ich sehe aus wie so, wie so eine Hausfrau halt, ne? Ja, mit langen Haaren noch so wunderschön. So wunderschön. Die Bibi hat mein Postfach geleert. Das ist ja noch in Hattingen. Dementsprechend kommt die Post recht spät bei mir an. Und jetzt gerade habe ich ein bisschen Post geöffnet. Einmal vom lieben Hendrik, vielen Dank. Und einmal von der, ich glaube, von Josephine. Josephine? Von Josie. Instagram FineTime89, du sagst mir tatsächlich was. Sie hat mir einen unglaublich süßen Brief geschickt und ein Poster mit ganz süßem Text und das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Anlässlich zu meiner zu dem Zeitpunkt noch sehr frischen Trennung hat sie mir so ein super süßes Poster hier geschickt.
Es tut mir total leid, dass ich erst so spät darauf reagiere und ihr so spät erst die Karten von mir zurückgeschickt bekommt. Aber das mache ich direkt noch heute Abend. Hier stehen ganz, ganz süße Sachen, dass sie mir und Julie alles Gute wünscht, dass wir bald wieder lachen können. Dass hinter jeder Wolke auch irgendwann wieder Sonne ist und dass wir unsere Ziele erreichen, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht traurig sein soll. Ist das nicht süß? Es ist mega süß. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und ich verspreche euch, ich bringe morgen die Karten zur Post. Ich mache die heute noch fertig. Ich sollte mir selber vielleicht mal in Pöppes treten und mir hier endlich mal in Bochum ein Postfach zulegen, damit das alles auch ein bisschen schneller geht. Aber ihr versteht sich ja, dass ich nicht wegen einem Postfach extra nach Hattingen fahre, weil es ist ein Stück und ich muss noch jedes Mal dafür bezahlen. Und ne? Ich werde es bald kündigen. Ich danke euch vielmals für die super süßen Briefe. Ich mache mir mit meiner Maus jetzt noch einen schönen Mädelsabend zu zweit. Das muss auch mal sein, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich beende jetzt hier den Vlog, weil wir verkrümmeln uns jetzt gleich auf dem Balkon.